Also eigentlich hatten ja Frau Fegebank und ich uns vorgenommen, wir machen den Marathonlauf im gebotenen Abstand zueinander. Und hätten uns dann zum Beispiel über einen Koalitionsvertrag unterhalten. Das stimmt, der ist gerade fertig geworden, aber ich glaube 42 Kilometer bei diesen Temperaturen hätte ich nicht durchgehalten bei meiner aktuellen Kondition. Deshalb werben wir jetzt für den Spendenlauf, Stark für Hamburg, eine tolle Aktion für junge Menschen mit Behinderung, damit wirklich niemand auf der Strecke bleibt. Also die Stiftung Alsterdorf macht das ja eigentlich schon ganz lange, unterwegs zu sein für die Interessen von Menschen mit Behinderungen. 150 Jahre, über 150 Jahre, das wäre so eine andere Zahl, die können wir ja auch vielleicht mal reingeben als einen richtigen Challenge. Dafür müssen wir noch ein bisschen trainieren, wahrscheinlich, bis wir das erreicht haben. Aber bitte macht alle mit, mindestens 1 Euro pro Kilometer und dann in der Aktionswoche vom 8. bis zum 15. Juni dabei sein, mitmachen beim Spendenlauf und richtig viel Gutes tun für Menschen mit Behinderung und die Evangelische Stiftung Alsterdorf. Und alle Informationen, die sonst so gebraucht werden, die findet man völlig problemlos, entweder unten eingeblendet oder unter #starkfürhamburg.de. Und da kriegt man alle weiteren Tipps. Und jetzt heißt es einfach nur losgehen, trainieren, so wie wir auch jetzt. Wie wir, auf dem Rathausmarkt. Loslaufen. Okay. Tschüss. Tschüss.